Hallo und herzlich willkommen bei Veggileo. Heute machen wir Sauerkrautbratlinge. Ziemlich gesund werden die. Und das sind die Zutaten, die wir hier benötigen. Einmal hier 200 Gramm Tofu, dann Sauerkraut, Gemüsebrühepulver, eine Zwiebel, Kümmel, Buchweizen, Pfeffer und Kräutersalz. Und zur Vorbereitung müssen wir jetzt erstmal aus dem Buchweizen ein Mehl mahlen. Wir brauchen dazu 100 Gramm. Ich mache das jetzt hier in dem Personal Blender. Der eignet sich einfach perfekt dazu. Ich benutze den lieber dann als den Thermomix. Für so kleine Mengen ist der einfach grandios. Dazu nehme ich das Mahlwerk, schraube es auf und ja, lasse es dann einfach so 30, 40 Sekunden laufen. Und dann haben wir ein richtig schönes Buchweizenmehl. Das fülle ich dann erstmal um in eine Schüssel, weil ich habe keinen gemahlenen Kümmel im Haus, sondern nur ganzen Kümmel. Und da muss ich dann mal eben auch noch ein bisschen Kümmel mahlen. Und dann nehme ich jetzt einen halben Teelöffel, gebe den hinein und mahle den Kümmel eben auch noch mal schnell. Ich habe auch überlegt, ob ich das mit dem Buchweizen zusammen machen soll, aber ich wollte es dann halt lieber getrennt machen. Und wenn der Kümmel gemahlen ist, dann können wir den aber zu dem Buchweizenmehl dazugeben. Der Tofu, der muss zerkleinert werden und ich mache das jetzt hier auf der Reibe. Das klappt total gut. Ich habe mir diese Reibe jetzt neu gegönnt. Die ist sowas von scharf. Ich bin so begeistert von dieser Reibe. Ich habe noch nie eine bessere gehabt. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie mal unter dem Video. So sieht jetzt der Tofu aus und dann haben wir noch eine Zwiebel, eine kleine oder so eine mittelgroße. Die schneide ich jetzt eben noch in Würfel. Die Zwiebel wird jetzt erstmal mit ein bisschen Öl in der Pfanne angebraten. Nur so ganz kurz, 1, 2 Minuten. Und dann kommt der Tofu hinzu. Und der bleibt jetzt so lange in der Pfanne, bis der ein bisschen braun geworden ist. In dieser Zeit haben wir ausreichend Zeit, um das Sauerkraut ganz fein zu schneiden. Die Hitze der Pfanne können wir jetzt ausschalten und dann geben wir das Sauerkraut und alle weiteren Zutaten hinein. Also das Buchweizenmehl mit dem Kümmel, die Gemüsebrühe, Kräutersalz und Pfeffer. Dann wird die Masse gut vermischt mit einem Löffel oder was auch immer. Ich brauche die Pfanne gleich noch, um die Bratlinge zu braten. Deswegen habe ich das jetzt in eine Schüssel umgefüllt. Das Ganze wird auf jeden Fall dann gut vermischt und geknetet. Ihr müsst mal schauen, es macht erstmal so den Eindruck, als wäre es so, dass noch ein bisschen Flüssigkeit hinzu muss. Aber probiert es erstmal ohne und wenn es gar nicht klappt, dann gebt noch ein ganz kleines bisschen Wasser hinzu. Das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie feucht das Sauerkraut war, was ihr nehmt. Die ganze Masse schmeckt ihr hinterher bitte nochmal ab, damit das Ganze auch wirklich gut gewürzt ist. Mit angefeuchteten Händen könnt ihr dann prima kleine Bratlinge formen, am besten ein bisschen platt drücken. Bei mir sind jetzt aus dieser Menge 9 Stück geworden. Das kommt jetzt halt immer darauf an, wie groß man die macht. Also so 9 bis 10 Stück wird das ungefähr. Und dann müssen sie nur noch von beiden Seiten in etwas Öl ausgebacken werden. Stellt die Hitze nicht zu hoch, damit sie nicht verbrennen. Und dann schmecken die richtig, richtig gut. Am besten passt dazu, laut meiner Meinung, Kartoffelpüree und eine vegane Bratensoße. Das Rezept für meine vegane Bratensoße verlinke ich euch auch nochmal unter dem Video. Ja, das war mal wieder eine neue Variante für vegane Bratlinge. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.